Hallo liebe Campingfreundinnen und Freunde, ihr seht, die Werkzeugkiste steht schon vor mir für unseren heutigen Einsatz. Es geht darum, ein Wasserhahn zu tauschen, und zwar den aus dem Badezimmer. Du kaufst ein Mobil, das 160 Tacken kostet, und du hast einen Wasserhahn, der keine 50 Cent wert ist. Hier ist der Übeltäter. Wenn man den jetzt etwas aufdreht, dann sieht man, der spritzt links und rechts. Überall kommt Wasser hin, nur nicht der, wo es so. Und den werden wir jetzt auswechseln. Jetzt sieht man das Ganze unter dem Waschbecken. Warmwasser, Kaltwasser nebenher, und die müssen wir natürlich dann lösen. Der Wasserhahn ist hier oben geschraubt. Das sieht man jetzt relativ schlecht. Es ist etwas Friemelerei, aber das Problem werden wir schon lösen. Bevor wir jetzt aber daran schrauben gehen, werden wir hier die Pumpe ausschalten. Sonst haben wir nachher eine kleine Überschwemmung. Ebenfalls dran denken, den Wasserdruck aus dem Hahn zu nehmen. Sonst wird man nachher platschnass. Am besten wäre jetzt noch die Leitung leer zu blasen. Das werde ich jetzt auch noch machen. Dies aber ohne Bilder. Hier ist dann der neue Wasserhahn. Wie man sieht, wieder mit zwei Schläuchen. Dies hier ist aber einer ohne Kontakte. Wir haben ja im Cartergo ein Drucksystem in den Wasserleitungen. Hümer wäre jetzt zum Beispiel ein Schaltsystem. Da müsste dann ein Kontakt hier im Wasserhahn verbaut werden, um der Pumpe zu sagen, du musst jetzt arbeiten. Beim Druckverfahren habt ihr das nicht. Da ist nur eine einfache Membrane auf der Pumpe. Wenn der Druck sinkt, springt die Membrane an, respektive Pumpe springt dann mit der Membrane, und mehr ist das nicht. So, wie gesagt, Drucksystem wunderbar. Hier kann man das dann einstellen, warm, kalt, auf und zu. Das Ganze ist natürlich teurer Plastik. Ich glaube, das kostet bei Campingwagen 55 Euro, aber scheißegal. Das andere System, das ist ja mehr ein Springbrunnen, wie es jetzt etwas mit einem Wasserhahn zu tun hat. Da habe ich den auch gewechselt. Hier vorne hat man dann noch ein Sieb drin, und man bekommt auch noch so ein Stück mit. Ich habe mich da stundenlang gefragt, was für einen Sinn ergibt das hier, bis meine Frau zu mir gesagt hat, ja, das ist gedacht für dann den Filter hier vorne rauszuschrauben. Den kann man dann einfach rausschrauben, wie bei jedem Standardwasserhahn auch zu Hause. Wenn man den dann putzen muss, respektive ich mache immer wieder einen neuen Filter rein, das wird einfacher, putzen hat da sehr wenig Sinn. Was zu beachten ist, wenn man das Ganze ersetzt, dieses Gewinde hier soll 30 mm haben, also 3 cm. Sonst passt das Ganze nicht, und man muss das Loch dann aufbohren. Das wäre auch nicht der Sinn der Sache. Am besten ist immer wieder 1:1 zu ersetzen, dass hier 30 mm eine weiße Dichtung ist hier, schwarze Dichtung für unten drunter, und einfach die Überwurfmutter wird es festgeschraubt. Mit der Hand geht das wahrscheinlich am besten, nämlich unter dem Lavabo hat man sehr wenig Platz für dann die Rohrzange. So, viel Blabla, also auf geht's zum Ersetzen. Was ich noch vergessen habe, ich werde auch neue Schellen, also neue Schlauchschellen benutzen. Wenn man jetzt die Leitungen sieht, die werden einfach nur eingesteckt und dann mit so einer Schlauchschelle befestigt. Das ist jetzt keine große Sache. Kommt man auch bei eBay zu kaufen, da muss man etwas suchen. Aber ich kaufe alles bei eBay, so geht das einfacher. Dann brauchst du nur zu Hause sitzen und du wartest auf das Material, bis du es hast. Und dann kannst du irgendwie den Umbau organisieren. Jetzt werden wir den alten Wasserhahn abmontieren und dann sehen wir weiter.
Es war noch etwas Wasser in den Leitungen, trotz meinen Vorsichtsmaßnahmen. Aber wie ich immer sage, wer kann für ein Unglück? Die ganze Welt ist voll. Lassen wir jetzt aber das Ganze wieder schnell trocknen, bevor die bessere Hälfte dies sieht. So, jetzt die Pumpe wieder an. So, der Druck wurde jetzt hergestellt. Und jetzt wollen wir mal das Ganze testen. Zuerst gucken wir mal noch unten in den Schrank, ob alles dicht ist. Ja, wie gesagt, der Druck wurde ja jetzt hergestellt von der Pumpe. Es ist alles dicht, dann können wir jetzt mal den ersten Test fahren. Oh Wunder der Technik, kein Spritzen mehr. Optimal. Was willst du mehr? Der Übeltäter wäre jetzt gewechselt. Über das Ding habe ich mich dann jeden Morgen aufgeregt. Hast die Zähne geputzt und wenn du fertig wärst, hast du auch noch die Brille voll gespritzt gehabt. Wenn es nicht die Brille wäre, dann wäre das ganze Badezimmer rundherum bespritzt. Und irgendwann ist es dann in der Zeit für ein neues Ding zu montieren. Kostenpunkt zu dem Ganzen, das wären so, ich glaube, 55 Euro für den neuen Wasserhahn bei Camping Wagner, wenn ich gut im Bilde bin. Aber den bekommt man überall zu kaufen. Das Einzige, was wichtig ist, wie gesagt, hier unten soll er 30 mm haben. Schützt mit Kontakt, ohne Kontakt, ja nicht wichtig. Wenn man an Cartago fährt, selbstverständlich, bei Hümer wäre es jetzt wichtig, mit Kontakt zu kaufen. Und für den Rest, ihr habt gesehen, für den zu ersetzen, keine große Geschichte, 30 Minuten, dann hat man das Ganze hinter sich. Ich würde dann mal sagen, Fragen sollten, dürften keine mehr offen sein. Ich bedanke mich mal wieder, dass ihr mit dabei wärt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen einen kleinen Tipp geben. Dann sage ich schon wieder Tschüss, bye bye, macht's gut, bis zum nächsten Mal.